Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis der Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. 2. Petrus 1, Verse 5 bis 7. Herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Nun, in der heutigen Andacht geht es um die 7 Phasen des Charakterwachstums, die Petrus hier aufzählt. Die Plattform, der Ausgangspunkt für diesen gesamten Prozess ist natürlich der Glaube. Wir beginnen im Glauben, weil es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hebräer 11, Vers 6. Der Glaube an Gott, Jesus Christus und die Schrift ist die Grundlage des gesamten Lebens. Nun, wie steht es jetzt hier geschrieben? Dazu kommen nämlich Charakterfestigkeit, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit oder auch Ausharren oder auch mit Langmut ausgedrückt, die Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und dann Liebe zu allen Menschen, Agape, also göttliche Liebe. Diese 7 aufeinanderfolgende Schritte folgen auf den Glauben und führen hinauf zu unserem Ziel, zur Vollkommenheit in Christus Jesus. Der erste Schritt, der auf den Glauben folgt, wird hier mit Charakterfestigkeit übersetzt. Die alternative Übersetzung Tugend oder im modernen Englisch nicht sehr gebräuchlich, aber trotzdem anwendbar, auch im Deutschen nicht mehr so gebräuchlich, aber Tugend kann man hier auch verwenden. Also so gut sein wie möglich. Das Gegenteil also von Ineffizienz, Schlampigkeit, Nachlässigkeit. Es geht bei Charakterfestigkeit darum zu sehen, dass ja wir, wenn wir in Christus, also den Heiligen Geist erhalten, also durch Jesus Christus, in Christus hineingetauft durch den Heiligen Geist, dann sollen wir uns durch Charakterfestigkeit auszeichnen. Wir sollen uns dadurch auszeichnen, dass wir bestrebt sind, so gut zu sein, wie wir nur eben sein können. Also nicht irgendwie zu denken, nun sind wir in Christus und jetzt können wir irgendwie nachlässig sein. Nein, nein, wir brauchen eine Einstellung, die uns sagt, wir wollen so gut sein wie möglich. Dann kommt die Erkenntnis. Als nächster Schritt also die Erkenntnis des göttlichen Willens. Den finden wir in seinem Wort und der Heilige Geist offenbart uns das alles. Dann kommt die Selbstbeherrschung. Ohne Selbstbeherrschung kann es nicht gelingen, den Lauf eines Christen erfolgreich zu vollenden. Wenn wir jeder Stimmung nachgeben, jeder Laune und alles tun, worauf wir gerade mal Lust haben, dann wird es uns sehr, sehr schwer fallen oder aber nie gelingen, wirklich Überwinder zu sein. Schau mal in 2. Timotheus 2, Vers 5, was Paulus hier schreibt. Nun, jemand, der Athlet sein will oder der erfolgreich sein will, auch im Sport, also überragend, der braucht auch eine Selbstbeherrschung und der übt diese Selbstbeherrschung auch in allen Dingen. Wirf doch mal einen Blick darauf, wie ein wahrer Champion lebt. Und es wird dir auffallen, dass er eine eiserne Disziplin an den Tag legt. Er hat für alles einen Plan, wie viel er schläft, was er isst, mit wem er wann Zeit verbringt und wann er trainiert. Das ganze Leben dreht sich darum, höher zu springen, schneller zu laufen oder besser zu schwimmen. Und Paulus sagt, wer als Christ erfolgreich sein möchte, muss genauso wie dieser Athlet Selbstbeherrschung praktizieren. Und so steht Selbstbeherrschung in der Mitte der Liste. Sie ist eine wichtige Komponente, von der dann alles andere abhängt. Und hier scheiden sich die Geister ganz oft. Denn oft kommt es an den Punkt, dass die Menschen keine Lust mehr haben. Sie haben keine Lust, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Sie haben keine Lust auf das viele Beten. Sie haben keine Lust. Das ist schwer. Ja, aber diese Selbstbeherrschung, diese Disziplin, die ist eben wichtig. Dann kommt die Standhaftigkeit oder das Ausharren, der Langmut. Standhaft zu sein bedeutet, dass wir in Widrigkeiten aushalten. Eben auch diese Disziplin an den Tag legen, wenn es widrig wird. Bei Gegenwind nicht gleich einknicken oder eben nicht gleich jeder Laune nachzugeben oder den Gelüsten immer zu folgen.
Wir dürfen uns von Missverständnissen auch nicht aus der Bahn werfen lassen. Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 12, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Also auch hier sagt er wieder, dass das Kennzeichen eines Apostels das Ausharren ist. Ein wahrer Apostel zeichnet sich nicht in erster Linie durch Zeichen und Wunder aus, sondern durch Standhaftigkeit und Ausharren. Ein Apostel hält stand, wenn alle anderen aufgeben. Das ist mit Standhaftigkeit gemeint. Dann folgt die Ehrfurcht vor Gott. Also diese Gottseligkeit. Kennst du vielleicht diese Menschen, die mit dir in einem Raum sind und du spürst die Anwesenheit des Heiligen Geistes, du spürst Gott bei ihnen? Das ist etwas, was wir gottselig nennen können. Ein Mensch, der wahrhaftig ja, in Christus ist und ein Mensch, der wahrhaftig sich an Gott orientiert, also an Gottes Lehre, der all die vorangegangenen Dinge an den Tag legt. Hier spüren wir Gott als Präsenz. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. 2. Korinther 2, Vers 14. Ein Wohlgeruch ist etwas Schönes, aber eben auch leicht flüchtig. Die menschliche Nase ist sehr sensibel. Wenn jemand, der einen bestimmten Duft an sich hat, an ihnen vorbeigeht, dann wird ihre Nase etwas in der Luft wahrnehmen. Dieser Mensch hinterlässt etwas Schönes, etwas, das Erinnerungen weckt oder unsere Gedanken in eine bestimmte Richtung lenkt. Das ist ein gottseliger Mensch, jemand, der Ehrfurcht vor Gott hat, der sich in seinem Willen bewegt. Wir sollen den Sieg Christi allen kommunizieren, mit denen wir Kontakt haben. Aus diesem Leben voller Sieg heraus entsteht etwas Wunderbares. Wo wir auch hingehen, verbreiten wir den Wohlgeruch der Erkenntnis Jesu und ein Bewusstsein der Gottseligkeit, die entsteht, wenn wir eng mit ihm leben. Auf die Ehrfurcht vor Gott folgt die Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Die Glaubensgeschwister wirklich zu lieben, bedeutet auch einmal Opfer zu bringen, auszuhalten, sie auszuhalten. Bedeutet, aus der Liebe heraus zu ihnen zu sprechen. Und ja, das erfordert unseren Einsatz. Und wenn wir ehrlichen Herzens sagen können, ich bin am Ziel, ich liebe meine Glaubensgeschwister, dann sagt Gott, wir setzen noch einen drauf. Es folgt noch ein Schritt, nämlich Agape. Die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe liebt alle Menschen. Sie liebt nicht nur die, die sie lieben. Sie liebt die Feinde und auch die Menschen, die einem nachstellen, die einem Böses an den Hals wünschen. Agape gibt und verlangt keine Gegenleistung dafür. Sie ist ständig dabei zu segnen und zu geben. Die Agape ist der Höhepunkt der Charakterentwicklung eines Christen. Nun, das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen. Das ist der Weg, der für uns in Christus vorgedacht ist. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam daran arbeiten. Dieser Dienst hier, was der Heilige Geist hier tun will, ist, dich genau hier zu begleiten. Herr, ich danke dir für diese Erkenntnis, die du mir heute gegeben hast. Ich danke dir für die Liebe, die du in mein Herz gepflanzt hast und die jeden Tag größer wird. Hilf mir, Heiliger Geist, wie Jesus zu sein. Hilf mir, diese Charakterfestigkeit zu haben. Hilf mir zur Erkenntnis und zur Selbstbeherrschung, zur Standhaftigkeit, zur Ehrfurcht vor Gott, zu jedem Augenblick. Hilf mir, zu jeder Zeit meine Geschwister zu lieben. Hilf mir, aber auch die Menschen zu lieben, die mir Böses wünschen, die schlecht über mich reden, die mich verfolgen, anfechten. Lass mich vollkommen sein in dir, Jesus, Christus, durch den Heiligen Geist. Amen. Diese Andachtsreihe ist der Wille Gottes. Durch den Heiligen Geist sollst du Klarheit erhalten, um die ganze Erfüllung Gottes in deinem Leben zu sehen. Du sollst wissen, wer du in Gottes Augen bist. Du sollst leben, wie es seines Kindes Gottes würdig ist und ein lebendiger Brief des Christus in dieser Welt sein, sichtbar für jeden Menschen. Und Gott Vater wünscht sich,
den Leib in seiner vollen Kraft. Er ruft jeden Teil des Leibes, eine neue Erweckung zu erhalten. Morgen wird es eine neue Andacht zu diesem Thema geben. Höre den Heiligen Geist, wie er dich leiten, führen, bewahren und erfüllen will. Schau dich in den Beschreibungen der Videos der Andachten um, abonniere diesen Kanal. Denn dieser Dienst ist für die Nachfolger Jesu, für den Leib, für eine völlig neue Erweckung in dieser Zeit, in der Menschen in die Bedrängnis geraten und erkennen, dass ohne Gott Vater, ohne Jesus, nur noch die Dunkelheit und der Untergang wartet. Im Namen Jesu sollst du leben. Der Name Jesu soll auch für dich endlich vollkommene Errettung bedeuten. Amen.